Problem, dass man keinen Sitzplatz im Bus erwischt. Dafür habe ich jetzt die neueste Idee. Und zwar nehmt euch einfach einen einzelnen Sitz. Schaut euch an, wie viele Skulpturen es hier gibt. Das ist ziemlich impressive. Wie lange sind wir hier schon? Bestimmt eine Stunde. Ja, locker. Weil wir überlegen uns immer für den jeweils anderen so Auswahlmöglichkeiten, 4 Stück. Für den Titel und der andere muss dann raten, wie der korrekte Titel ist. Und das macht extrem viel Bock, viel mehr als man denken würde. Deshalb sind wir schon eine Weile. Und wir haben auch auf jeden Fall noch einiges an Skulpturen vor uns. Also weiter geht's! Wir sind hier jetzt gerade extra wieder zurück zu diesem kleinen Brunnen hin. Das ist extra Trinkwasser. Aber leider ist das Ganze locker 50 Grad heiß, also man kann das nicht anpacken. Und deshalb wird wohl die Flasche leer bleiben, aber wir haben jeder noch eine zweite, deshalb ist kein Problem. Yes, 1, 2, 3. 3, 2, 1, go! Woo! Leute, wir sind hier gerade in einer ziemlich coolen Location. Es ist auch vergleichsweise günstig und es ist auch leer. Und das Essen sieht echt nice aus. Wir haben uns wieder Burger bestellt und eben der Kellner, der ist richtig cool drauf. Wir haben nach dem WLAN-Passwort gefragt und er meinte dann so, dass wir raten sollen. Das Lokal hier heißt Molos und ich habe einfach geraten, Molos 2021. Und es war einfach richtig, sehr, sehr nice. Hey Leute, wir sind jetzt gerade direkt neben Nissi Beach. Und eigentlich soll das ein sehr, sehr cooler Strand sein, der sehr bekannt ist. Allerdings ist es echt nicht so cool wie gedacht. Also alle anderen Strände, wo wir bisher waren, waren eigentlich cooler. Es ist nämlich ultra voll, deshalb sind wir da jetzt auch nicht im Getümmel wegen Corona. Und das Wasser ist auch super dreckig und so. Also ist echt nicht so der heftige Strand. Da hatten wir heute schon schönere Strände gesehen. Ich denke, wir werden trotzdem hier mal am Rand ein bisschen ins Wasser gehen. Da ist es auf jeden Fall nicht so voll und nicht so dreckig. Ist auch ganz cool, dass das so eine Mini-Insel ist. Und jo, deshalb wird es jetzt gleich ins Wasser gehen. What the heck? Wo ist Zypern auf einmal hin? Was ist hier passiert? Hallo. Das ist die cleverste Idee aller Zeiten. Schaut mal, was wir hier für ein hübsches Plätzchen gefunden haben. Ziemlich nah an der Küste hier. Wir sind nämlich gerade in Limassol. Da sind wir mit dem Bus hingefahren. Und es ist einfach ein richtig cooler Garten hier. Also es ist riesengroß. Und wir fragen uns, warum hier kein anderer ist. Wir sind hier gerade bei einer Kirche, aber wir wollen nicht rein, weil am Eingang sind ganz viele Kameras auf eingerichtet. Und das sieht so aus, als würde da gerade irgendwas stattfinden. Deshalb werden wir uns das jetzt doch sparen. Oder? Ja. Ich finde immer gut, wenn du hoffentlich willst. Wir haben hier einen Lautsprecher, der extra Kindergeschrei überträgt. Hier ist ein ganz alter Olivenbaum. Es gibt auch ein Schild. Leider ist das nicht so eindeutig. Wir sind im Inneren einer Burg. Oh mein Gott. Sieht aber lustig aus. Wir haben die kleinste Kirche aller Zeiten gefunden. Das ist wirklich eine Kirche, es steht dran. Das ist kein Witz. Wow, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen bei Jimmy's Killer Prawns. Jimmy's Killer Prawns war leider eine kleine Enttäuschung. Und zwar erstmal gibt es jeden Dienstag und Donnerstag All You Can Eat. Das gibt es jetzt leider nicht. Sehr, sehr cool gewesen, aber könnte man drüber wegsehen. Dann stand am Eingang, dass man jetzt einen negativen Test braucht oder geimpft sein muss. Es geht nicht mehr mit dem Cypress Flight Pass. Das heißt, wir wären nicht reingekommen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir gefragt, ob man das auch Takeaway machen kann, also zum Mitnehmen. Da meinte er ja. Dann haben wir nach den Lunch-Specials gefragt, die man im Internet gefunden hat. Da meinte er aber, die gibt es nicht mehr. Das heißt, wir hätten uns jetzt was richtig Teures kaufen müssen und das auch noch mitnehmen müssen. Deshalb haben wir Nein gesagt zu Jimmy's Killer Prawns. Uns ist aufgefallen, dass hier richtig viele Gebäude in Zypern so super standardmäßig aussehen, als wären die aus so einem SimCity-Städtebauspiel, weil die einfach so ganz wenige Details haben. Das ist mir noch nie in einem anderen Land aufgefallen. Aber hier gibt es einige Gebäude und dann dachten wir, müssen wir das mal eben kurz filmen und in den Vlog packen. Wir sind wieder in unserem hübschen Park und wir haben es doch noch geschafft, etwas zu essen zu finden. Let's go! Das war auch erstaunlich günstig tatsächlich. Und das werden wir uns jetzt hier erstmal in den Park gönnen. Wir wurden jetzt gerade angehalten im Bus. Vielleicht werden wir gleich verhaftet. Typische Aachen-Vibes. Ich halte euch auf den Laufenden. Schaut euch mal meine Finger an. Die sehen aus wie von einem 100-Jährigen oder so. Dadurch, dass man hier viel schwitzt und auch so viel am und im Wasser ist und auch so viel spitze Steine und so an die Finger bekommt, sehen die einfach so aus. Richtig gruselig. Nochmal ein kleiner Fun-Fact, das hatte ich glaube ich bisher noch gar nicht im Vlog erwähnt, aber das ist uns schon direkt am Anfang aufgefallen. Und zwar dadurch, dass man hier so viel schwitzt, weil es so warm ist, muss man viel, viel seltener auf Toilette gehen, was echt richtig krass ist, also nur halb so oft oder so. Das ist sowohl Jan und mir uns beiden aufgefallen und ich dachte, ich erwähne das mal als kleinen Fact. Heftige Flashbacks. Schaut euch an, wie glücklich dieser Fisch ist. Schaut euch mal diesen netten Fisch an. Das ist so eine Skulptur, die halt darauf aufmerksam machen möchte, dass so viel Plastik im Meer ist. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es einfach nur eine Skulptur ist oder ob auch das wirklich als Mülleimer benutzt werden sollte. Aber der Mann hier hat mir eben gesagt, dass man hier in dieses Loch die Flaschen einwerfen kann. Guten Morgen, wir haben gerade 5.46 Uhr. Das ist genau die Zeit, wo heute die Sonne aufgeht. Und wir haben hier die perfekte View, also schauen wir mal. Kleine Planänderung, Leute. Ich bin gerade auf dem Weg zum Strand, um es von unten anzuschauen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen cooler. Deshalb machen wir das jetzt. Also so ruhig erlebt man den Strand sonst nie bei Tageslicht. Schon ziemlich cool. Jetzt wissen wir auch, wozu der Trecker hier am Strand steht. It's Felix. It's from Germany. Say something in Russian? No. Say something in German and English. I don't know anyone. Like, say hi. Ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg wieder zur Wohnung. Mittlerweile ist es schon dunkel. Auf der schönen Promenade von Larnaca. Und zwar die Mädels, die wir an dieser Stelle getroffen haben, wo man so cool ins Wasser springen konnte, die waren heute zufälligerweise noch mal in Larnaca an ihrem letzten Tag. Und dann hatten wir geschrieben und ich habe mich jetzt noch mit denen eben getroffen. Eigentlich hatten wir nicht so viel Zeit, weil wir halt Tagesüberaufwas gemacht haben. Und deshalb war jetzt der Tag schon relativ spät. Aber wir haben es noch geschafft, uns kurz zu treffen. Und der Bus, den sie eigentlich zurücknehmen wollten, der war dann auch voll. Das heißt, wir hatten letztlich nochmal so 2 Stunden mehr, was echt ziemlich cool war, dass man halt noch ein bisschen was unternehmen konnte. Und war auf jeden Fall mega schön, weil wir haben ja jetzt kaum Leute kennengelernt hier während des Urlaubs. Wegen Corona waren wir ja nicht in irgendwelchen Lokalen oder so. Und ja, deshalb hat echt Spaß gemacht. Zumal 2 von den 3 auch nur Russisch sprechen konnten. Und nur Shora, die dritte, konnte sowohl Englisch als auch Russisch. War auf jeden Fall eine coole Experience, dass man dann so einen Übersetzer immer zwischendurch hatte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.